Hier ist Bully Talk mit einem ersten Special zur U20 WM Division 1 in Füssen. Das Turnier wurde am Sonntag feierlich eröffnet. Ihr Auftaktmatch gewann die deutsche Mannschaft durch einen von Alexander Edel verwandelten Penalty mit 3:2 gegen Erzrivale Österreich. Von Torhüter Hendrik Hane und Kapitän Moritz Seider. Hendrik Hane steht bei uns. Das ist jetzt deine zweite U20-WM. Im letzten Jahr bist du gar nicht zum Einsatz gekommen. Heute hattest du das erste Spiel gleich gegen Österreich. Wie war es für dich? Es war eigentlich, lief ganz gut, bis auf jetzt die letzte Szene, da das 2:2. Aber sonst, wir haben noch nicht so gut gespielt, wie wir können. Und das müssen wir jetzt einfach im nächsten Spiel dann besser machen. Wie hat die Mannschaft dich aufgenommen oder wie ist es für dich, dass du jetzt auch wirklich Eiszeit bekommst? Ja, die haben mich super aufgenommen, obwohl ich ja auch viele dann schon kenne und auch im Training. Und das ist jetzt eigentlich nichts jetzt Neues. Ich habe ja auch die ganze Vorbereitung gespielt und dann lief es ja auch gut mit dem Team. Gerade eben liefen noch die beiden Jungs durch, die zur Dopingprobe mussten. Ihr als Nationalspieler, ihr müsst euch, glaube ich, auch bei der NADA schon anmelden und so Terminpläne abgeben, wo ihr seid, oder? Ja, genau, aber das ist... Ich habe jetzt auch jetzt den letztens ausgefüllt, aber bisher war bei mir jetzt noch nichts, dass ich einen Termin hatte oder so. Wie weit im Voraus muss man da angeben, wo man ist und wie genau? Man kriegt dann irgendwann eine E-Mail und das zählt dann für eine Saison, wo man sich gerade aufhält. Aber wie ist das für dich? Du spielst in Bad Nauheim, du hast eigentlich eine Förderlizenz. Eigentlich so ganz genau weißt du ja nicht, wo du immer bist. Ja, unter der Woche bin ich ja noch in Düsseldorf wegen der Schule und dann bin ich
Wochenende dann in Nauheim. Also es, man weiß schon, wo ich bin ungefähr. Ja gut, dann gute Erholung und hoffentlich kriegst du noch ein Spiel. Danke. Danke. Bei der U20 WM nach dem ersten Spiel Deutschland gegen Österreich habt ihr nach Penalty-Schießen gewonnen. Moritz Seider, unser Kapitän der deutschen Mannschaft, steht bei uns. Moritz, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich denke, das war ein klassisches erstes WM-Spiel. Beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt. Wir sind ein bisschen, ja, manchmal ein bisschen irre umhergerannt. Das müssen wir ein bisschen besser in den Griff kriegen, auf jeden Fall. Ich denke, war ein ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften hatten recht viele Chancen. Und ich denke, wenn wir unsere Fehler ein bisschen besser abstellen, dann sind wir schwer zu schlagen. Aber ich denke, für den Auftakt, der Sieg war einfach wichtig und jetzt können wir gut ins Turnier starten. Du hast selber das 2:1 geschossen. Was war so schwierig daran, dass sie dann doch nach dem 1:0 kamen sie zurück, nach dem 2:1 kamen sie zurück? Was war so schwierig? Ja, ich denke, wir haben sie einfach wieder ins Spiel kommen lassen. Wir müssen konsequenter spielen, dürfen nicht so viele Turnovers an den blauen Linien verursachen und da sind sie oft in Konter gelaufen. Müssen wir ein bisschen besser stehen und ich denke, dann kriegen wir das schon hin. Du bist jetzt Kapitän der Mannschaft. Bist du ausgewählt worden oder bestimmt worden? Ja, das war ja einfach bestimmt vom Trainerteam. Wir kommunizieren gut, aber ich meine, wenn jemand in der Kabine was sagt, dann hört da jeder drauf. Das ist einfach nur ein Buchstabe. Ich denke, wir ergänzen uns super in der Kabine, das ist kein Problem. Aber auf dem Eis bist du teilweise auch gut vorne weggegangen. Ja, ich denke, das gehört einfach dazu, wenn man irgendwann mal was schaffen will. Aber ich denke, da gibt es genug andere, die das auch machen. Und von daher sind wir alle ein super Team und es macht riesig Spaß, mit den Jungs auf dem Eis zu stehen. Wir haben zuletzt im April gesprochen bei der U18 WM. Warst du auch dabei? Bist auch so gerade eben fit geworden. Jetzt diesmal bei der U20 hast du die Testspiele nicht mitgemacht, noch geschont worden. Wie schaffst du es dann, auf den Punkt wieder fit zu sein nach der Verletzung? Ja, ich denke, dadurch, dass ich lange in Mannheim geblieben bin, konnte ich jeden Tag nach Hoffenheim ins Reha-Zentrum. Die Jungs haben dort super Möglichkeiten, einen wieder auf Vordermann zu bringen. Dadurch, dass nicht der Fuß war, konnte ich auch viel Ausdauer machen. Also ich bin schon gut fit. Und es ist natürlich super, dass die Trainer das so mitmachen und dass ich jetzt hier wieder auf dem Eis stehen kann. Gut, morgen geht's nochmal weiter für euch, oder? Habt ihr morgen schon Pause? Nee, morgen geht's weiter, ne? Wie bereitet ihr euch auf das nächste Spiel vor? Ja, ich denke natürlich, jetzt geht schon wieder Vorbereitung aufs nächste Spiel. Wir gehen jetzt wieder ausrollen, ausfahren. Wir müssen uns gut vorbereiten, viel essen, dann gehen wir zeitig schlafen und dann haben wir morgen wieder das Abendspiel. Ich denke, wird auch eine interessante Partie, aber da müssen wir uns jetzt gut drauf vorbereiten, damit wir fit sind für morgen. Alles klar, viel Glück, danke.